Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu The Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Jetzt schon in der vierten Folge. In der letzten Folge haben wir den Ostpalast abgeschlossen und uns das Zauberpulver geholt, wo ich noch nicht aufgelöst habe, was man damit Cooles machen kann. Aber als nächstes werden wir uns jetzt Richtung Wüste begeben. Also Richtung Desert Palace, wie er so schön heißt, wo ihr hier sehen könnt, das blaue Amulett eingezeichnet ist. Und wenn es unterwegs irgendwelche tollen Sachen gibt, nehmen wir die einfach mit. Also dann, auf geht's! Das wollte ich nicht. Entschuldigung, ich musste gerade mal kurz abhusten. Ja. Das war nicht ganz so gewollt. Wenn das öfter vorkommt, dann würde ich die Folge einfach nochmal aufnehmen. Rausschneiden kann ich sowas leider nicht. Beziehungsweise ich könnte schon, aber es wäre ein erheblicher Aufwand. Und ich mache die Folgen ja schließlich deshalb in diesen handlichen Parts, damit ich nicht schneiden muss. So, wir haben die Pegasus Boots, die Pegasus Schuhe heißen sie, glaube ich, in dieser Version bekommen. Und damit können wir, wenn wir solche Steinhaufen sehen, dagegen rennen und dann können wir die damit zerstören. So. Und was findet sich unter genau diesem Steinhaufen? Da haben wir ein Herzteil. Davon werden wir noch einige finden in diesem Spiel, denn es gibt... Oh Gott. Ja, ich müsste eben nachrechnen, wie viele es gibt. Es gibt fucking viele. So. Habe ich schon erwähnt, die Pegasus Boots sind der Hammer. Wir bewegen uns jetzt nochmal durch Kakariko, wo ich dann noch ein, zwei Sachen zeige. Ich finde es schade, dass bei dieser Version nicht gezählt wird, wie oft man gegen eine Wand gerannt ist. In der Randomizer-Version, die ich schon oft erwähnt habe, wird das gezählt. So, wenn wir diesen Baum hier anrempeln, dann fallen da 5 Rubine raus. Ich habe jetzt was anderes erwartet, aber ich glaube, das passiert, wenn man das zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel macht. So, aber generell, man kann Dinge anrempeln, dann fallen Dinge runter. Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht, dass wir hier in der Bibliothek das für uns vollkommen unerreichbare grüne Buch gesehen haben. Das können wir jetzt mit einem geschickten gegen die Wand laufen da runterholen. Link hätte natürlich auch einfach klettern können, aber nö, da rennen wir lieber ein Bücherregal um. Du hast das Buch Mudora. Damit kannst du die alte Sprache der Hylia verstehen. Ja, das ist so ein Ding in diesem Spiel. In späteren Teilen sind die Hylia oder Hylianer ja einfach die Bevölkerung, zu der Link auch gehört. In diesem Teil ist das noch so eine Art altes, untergegangenes Volk, zu dem Link aber abstammungsmäßig auch irgendwie gehört. So, was kann dieses Buch? Erstmal gar nichts. Wenn ich es anklicke, macht es Burp. Ah, jetzt war eben ein Guard hier oben. Es macht Burp. Das Buch kann man nur an ganz bestimmten Stellen einsetzen und genau so eine Stelle haben wir kurz vor dem Eingang des nächsten Dungeons. Deswegen habe ich das Buch schon mal mitgenommen. Ich überlege gerade, können wir das... Ja, wir können. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, deswegen muss ich ab und zu mal ein Hüsterchen von mir geben. Aber ich denke, das könnt ihr verkraften. Hier ist ganz witzig, hier gibt es so Hasen im Gras. Ich zeig's einfach mal. Es ist jetzt kein Secret in dem Sinne. Erstmal muss ich die ganzen Guards hier loswerden. Die stören mich dabei dem, was ich hier zeigen will. So, jetzt. So, wenn man ihm unter dem das Gras unterm Arsch wegschneidet, dann kann er sich nicht mehr einbuddeln. Und wir können ihn jetzt ansprechen. Und er sagt: Gut, nimm es, du Halsabschneider! Und er lässt, ich glaube, nicht immer ein Herz fallen.
Das kann, glaube ich, auch. Also, es ist halt ein Random, was er fallen lässt. Ist nur so ein bisschen lustig. So. Dann haben wir hier diesen wunderschönen. Ja, was ist das eigentlich? Gute Frage. Eine Schleuse ist da drin, aber was ist das für ein Bauwerk? Ich nenne es einfach nur mal komisches Bauwerk mit Schleuse. Aber bevor wir da reingehen, sammeln wir hier die Bomben ein. Einfach nur, weil es gibt keinen tieferen Sinn, die einzusammeln. Also außer man braucht jetzt Bomben, aber wenn man ein bisschen aufpasst, hat man eigentlich immer genug Bomben. Und jetzt kann ich es zeigen. Das Zauberpulver können wir einsetzen, wenn wir so eine Antifee haben. Ich habe ja schon gesagt, ich habe gar nicht erklärt, warum die Antifee heißen. Wenn wir die mit dem Zauberpulver bestreuen, was nicht ganz einfach ist, weil die sich doch recht schnell bewegen. Ich versuche es jetzt mal, ohne selbst getroffen zu werden. So. Ups, und dann haben wir eine Fee. Und da wir gerade noch eine leere Flasche haben, fangen wir die gleich ein. Und haben jetzt zwei Feen in der Flasche. Das ist ganz cool. Vor allem, weil die... weil es eben unangenehme Gegner sind, die auch in späteren Dungeons immer relativ viel auftauchen. Solange man Zauberpulver hat, hat man einen gewissen Vorrat an Feen. So, wir haben jetzt das Wasser abgelassen und in dem Teich ist ein Herzteil. Aber noch mehr, hier sind auch diese Fische. Und ich zeig's mal kurz, das ist jetzt auch wieder nur so ein kleiner Trick, der sich nicht wirklich lohnt auszuführen. Aber ich zeig's trotzdem mal, wenn wir den Fisch mittragen und zum nächstbesten Wasser schleppen und da reinschmeißen, sagt er, das muss aber unter uns bleiben, verstanden? Und gibt einem 20 Rubine. Der gibt einem immer 20 Rubine. Ich glaube, man könnte den Fisch auch zum Flaschenhändler tragen. Der würde einem dann, glaube ich, auch ein bisschen Geld dafür geben. Ist aber an sich nicht der Rede wert. Es lohnt sich nicht, weil wir werden mit Geld ja sowieso... Ihr seht, wir haben schon 500 Rubine. 999 ist das Maximum. Wir haben eigentlich jetzt schon genug Rubine, um fast alles, was wir je kaufen wollen, auch zu kaufen. Achso, den Kauz hier, den zeige ich mal kurz. Der sagt nichts. Das Schild? Sprich mich nicht an. Ich bin ein komischer Kauz. Schild nicht herausziehen. Würde ich nie tun. Und aus irgendeinem Grund rennt er mir jetzt hinterher. Und wenn ich das Schild wegwerfe, sagt er, warum nur, warum? Und ich habe keinen Dunst, was das soll. Ob er da im Original irgendwas Sinnhafteres sagt, so ist es irgendwie strange. Wenn wir aus dem Bild gehen, ist er weg. Und das ist auch gut so, weil wenn er bei einem, solange er an einem klebt, kann man nicht in Höhlen gehen. Und wir wollen jetzt in eine Höhle gehen. Dieser grüne Stein hier oben ist was ganz Tolles. Da kommen wir aber noch lange, lange, lange nicht hin. Aber einfach mal merken. So, jetzt gehen wir in diese Höhle. Was ist in dieser Höhle? Was erwartet uns? Da ist ein glatzköpfiger alter Mann. Dies ist das Buch Modora. Mit ihm kannst du die Sprache der Hylia übersetzen. Ja, du kannst die Itemtexte lesen. Das ist fantastisch. Ich glaube, wenn man das Buch nicht hat, dann sagt er einem, glaube ich, wo man suchen muss. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber hier ist eine Höhle, die man aufsprengen kann mit unserem nächsten Herzteil. Herzteile sind toll. Man kann nie genug Herzteile haben. Naja gut, doch, man kann genug Herzteile haben. Irgendwann hat man alle dann. Das ist prinzipiell genug. Ansonsten immer Augen aufhalten nach Herzteilen. So, er hat uns aber schon das Richtige gesagt, wir können die Sprache der Hylia übersetzen. Eigentlich waren wir bis jetzt noch nie in der Situation, dass wir was nicht übersetzen konnten. Bisher. Volka Schnitzkitz. Ja, genauso viel. Sprich einen Wunsch vor dieser Steinplatte. Ich kann nicht mehr reden. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst du erhört, öffnet sich der Weg. Ihr könnt euch jetzt für euch überlegen, was Link sich da wohl wünscht. Ich denke, auch das mit dem Wunsch ist irgendwie so ein Übersetzungsding. Weil, was jetzt einfach nur passiert, der Weg geht auf. Entschuldigung. Und wir haben Zugang zum nächsten Dungeon, dem Desert Palace, dem Wüstenpalast. Der ist...
speziell, nein, so speziell ist er gar nicht. Der ist nur ungewöhnlich, als dass er tatsächlich sich in zwei Abschnitte teilt. Der erste Abschnitt ist dieser hier. Und ich muss gerade überlegen, ich kenne den schnellsten Weg, aber ich will ja alles zeigen. Also zeige ich auch diesen Raum. Was muss man hier nochmal machen? Ich glaube, ich muss hier alle Gegner töten, damit was Bestimmtes passiert. Also ich weiß, was da passiert, aber ich sag's euch nicht. Ich sag's euch erst, wenn es soweit ist. Ist auch eigentlich uninteressant. Wenn es nicht alle Gegner töten war, dann mache ich gleich mal die Fackeln an. Ah, oder ein Schalter, noch besser. Und da ist die Karte. Lasse ich normalerweise, wenn ich für mich selbst spiele, lasse ich die liegen. Außer natürlich im Randomizer. Weil, wie gesagt, ich brauche die Karte nicht. So, hier ist eine Tafel. Was steht da? Link, hier ist Sahasrara. Hol unbedingt alle Schätze, die in den Verliesen versteckt sind. Habe ich ja schon gesagt, man sollte generell alles mitnehmen. Es gibt nur ein paar ganz wenige, die man nicht unbedingt braucht. Eigentlich braucht man alle. Einzige Ausnahme sind die, die reine... wie soll ich sagen... Upgrades sind für Sachen, die man nicht... Also, zum Beispiel, es gibt ein Upgrade, da nimmt man weniger Schaden. Das braucht man in dem Sinne natürlich nicht, aber es ist natürlich gut zu haben. Und ich stelle gerade fest, ich gehe in die falsche Richtung. Diese lustigen Augenstrahlen tun richtig weh und lassen sich nicht mit dem Schild abwehren. Auch diese roten Strahlen lassen sich im Moment noch nicht mit dem Schild abwehren. Das ändert sich in Zukunft noch, wenn wir einen besseren Schild bekommen. Aber im Moment können wir da nichts dran machen. So, hier ist eine verschlossene Tür. Die machen wir jetzt auf. Und da sind wieder diese Anemonenviecher. Alle Gegner in Zelda haben einen Namen, aber frag mich bloß nicht, wie die heißen. Bei denen weiß ich nicht. Ich bin froh, dass ich bei den Bossen weiß. So, der Kompass. Ich weiß auch, wie diese Augendinger heißen. Die heißen Beamos. Aber das war's dann auch fast schon. So. Oh, da ist der große Schlüssel. Den kennen wir ja auch schon, muss ich nicht erklären. Damit können wir jetzt zum Boss und zur großen Truhe. Die große Truhe war auch das, wo ich gerade schon auf dem Weg hin war, wo ich umgedreht habe und sagte, ich bin auf dem falschen Weg. Weil ich hatte vergessen, dass ich ja noch gar nicht den großen Schlüssel habe. Meint ihr, ich rede zu viel? Ich meine nicht. Ja, Wüstentempel. Es gibt eigentlich in den meisten Zelda-Teilen irgendeine Form von Wüstentempel. Aber also ein Thema, das die Teilen haben, die jetzt eigentlich nicht. Im Gegensatz zu Wassertempel gibt es auch fast immer. Und die sind fast immer nervtötend wie sonst was. So. Was ist das? Das ist der Krafthandschuh auf Deutsch. Weil ich gerade, ich glaube, Power Glove heißt er eigentlich. Du hast den Krafthandschuh. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. So, wenn wir ins Menü gucken, steht da jetzt Heben 2. Ich habe ja schon mal gesagt, wir können dann noch mehr Sachen heben. Wir können aber immer noch nicht alles heben. Es gibt nämlich noch Heben 3. Ich zeige dann, wenn wir Gelegenheit dazu haben, zeige ich, was wir noch nicht heben können. So, hier kann man versuchen, sich vorbeizuschleichen. Klappt eigentlich nie. Diese komischen Sandwühler mit den großen Flächen, die haut man am besten immer um. So, hier gibt es ein kleines Secret. Wenn wir hier hingehen, haben wir Fairies. Es gibt unglaublich viele Fairies in diesem Spiel. Eigentlich gibt es in fast jedem Dungeon irgendwo ein Versteck, wo so ein paar Fairies auf einem Haufen sind. So, jetzt gehen wir hier raus, denn der erste Teil des Dungeons ist jetzt abgeschlossen und wir gehen gleich zum eigentlichen Teil. Hier holen wir uns aber vorher noch ein Herzteil. Damit wir den nächsten Boss mit einem Leben mehr. Weil der nächste Boss ist in meinen Augen, finde ich, der schwierigste. Also er ist nicht wirklich schwierig, aber er kann einem ganz schön wehtun. Und man hat noch sehr wenig Leben am Anfang. So, jetzt lass mir die Lüge hier. Nee, wo war der Schlüssel? Da war der Schlüssel. Ja, diesen Raum... Den gibt's gleich nochmal, dann erkläre ich's. Aber im Grunde sind das einfach nur Platten, die aus dem Boden kommen und wenn die einen treffen, machen die Schaden. Und irgendwann sind alle weg.
Ich zeige beim nächsten Raum, der so ist, zeige ich einen kleinen Trick, wie man die meisten dieser Räume natürlich ganz einfach umgehen kann. Der einfachste Trick wäre, Trick in Anführungsstrichen, ist es einfach, sich den Schlüssel zu holen und weiterzugehen. Das geht auch mit Abstand am schnellsten. Aber es gibt halt auch noch den Trick, wenn wir hier in der Tür stehen bleiben, dann sehen wir auch gleich mal, was die Dinger machen. Die kommen da raus und weil das Spiel jetzt aus irgendeinem Grund denkt, wir wären Teil der Wand, prallen die Dinger an der Wand ab, auch wenn wir eigentlich in der Tür stehen und die ja uns treffen müssen. Und deswegen können wir jetzt einfach darauf warten, dass die Dinger alle weg sind. So viel Zeit habe ich aber nicht. Deswegen hole ich mir hier den Schlüssel und gehe einfach weiter. So, hier ist ein roter Zyklop. Den kennen wir ja noch aus dem letzten Palace. So, und was nun? Sackgasse, würde ich meinen. Nee, natürlich nicht. Ihr seht schon, der Boden hier, der ist so halb in der Wand. Das sieht irgendwie komisch aus, ne? Ich zünd mal hier so ein paar Fackeln an. Und das tötet jetzt wahrscheinlich die YouTube-Qualität, das Gewackel. Aber die Wand schiebt sich raus und da ist die Boss-Tür. So, mein Hassboss. Die sogenannten Lan-Molas, die Sandwürmer. Das sind drei an der Zahl. Und das Beste, also man kann sie nur am Kopf und am Schwanzende treffen. Und das Beste ist, was wir im Moment machen können, ist versuchen, sie mit Pfeilen zu treffen. Weil Pfeile machen doppelt so viel Schaden wie das Schwert. Allerdings ist es auch nicht so ganz einfach, sie mit Pfeilen zu treffen. Das Beste ist eigentlich, wenn sie direkt auf einen zukommen, dann hat man eine ganz gute Chance, sie zu treffen. Ansonsten ist es wirklich schwer mit Pfeilen. Oh, zwei Treffer, nicht schlecht. Es gibt auch noch die Möglichkeit, genau abzupassen, wann sie aus dem Loch kommen. Aber ihr seht, es ist insgesamt recht schwierig und es sind die Pfeile alle. Kurioserweise, die beste und effektivste Waffe gegen diese Viecher gibt es erst wesentlich viel später im Spiel. Aber wenn man das im Randomizer spielt, kann man ja an dieser Stelle theoretisch schon haben. So, jetzt ist nur noch einer übrig. Und jetzt wird das Spielchen ein bisschen schwieriger. Weil ihr seht diese Dreckklumpen, die der schleudert. Schleudert er jetzt in alle Richtungen, nicht mehr nur in vier verschiedene. Und deswegen ist es jetzt schwieriger, den auszuweichen. Wie gesagt, insgesamt ist der Gegner nicht wirklich schwierig. Aber ich hatte damals, als ich das Spiel neu gespielt habe, da war ich ja noch ein Kind, hatte ich meine argen Schwierigkeiten mit dem und war sehr froh, wenn ich zwei Feen dabei hatte. Und wir haben einen Herzcontainer. Und das blaue Amulett. Ist, glaube ich, das Amulett der Kraft. Ja, du hast das Amulett der Stärke errungen. Dein Ziel ist greifbar nahe. Hol nun noch das dritte. Das machen wir jetzt aber nicht. Also jedenfalls nicht sofort. Haben wir noch, für diese Folge haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Deswegen holen wir uns zuallererst die Flippers. Sage ich jetzt mehr nicht zu. Kommen wir gleich zu. Also wer das Spiel kennt, weiß sowieso Bescheid. Aber dadurch, dass wir jetzt... Achso, jetzt zeige ich mal, was wir jetzt heben können. Hier ist übrigens ein cooler Gegner, der hier unter dem Stein sitzt. Den Stein können wir jetzt heben. Wir können auch den Stein unter dem Gegner heben und jetzt schmeißt der Rubine. Das ist irgendwie ein seltsamer Gegner. Ich verstehe den auch nicht so ganz. Aber das sind diese ganzen Dinge, die Rubine schmeißen. So, diese dicken, fetten Steine, die können wir auch hochheben. Auch mit Heben 2 schon. Was wir nicht hochheben können, sind diese dunklen Steine. Da haben wir noch keine Chance, da brauchen wir Heben 3. Aber dadurch, dass wir jetzt die Steine bewegen können, können wir ein paar Dinge erledigen. Und ich überlege gerade, wie ich jetzt am cleversten laufe. Diese Krabben machen übrigens einen Höllenschaden. Wenn die einen treffen, sind zwei Herzen weg. So, erstmal zeige ich hier noch einen kleinen Trick. Was heißt Trick? Also,
Diese Gegner, also diese Tür geht auf, wenn die Gegner, das sind übrigens die Mini-Moldorms, so heißen die. Diese Tür geht auf, wenn wir alle Gegner erledigt haben. Das kann man jetzt auf verschiedene Arten machen. Mit Pfeilen, wir haben keine Pfeile mehr, ich könnte auch Bomben rüberschmeißen. Oder, und da haben die Entwickler anscheinend nicht aufgepasst, ich gehe einfach hier unten lang. Ich glaube, im Runner-Jargon heißt die hier, heißt dieser, dieses Versteck hier Hype Cave 1. Bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls werden wir gleich um einiges reicher sein. Bomben! Hier sind einige Bomben. Hm. 20 Rubine! Yay! 20 Rubine! Yay! Pfeile! Können wir gut gebrauchen. Und mit dem unbedingt reden. Das muss aber unter uns bleiben, verstanden? Und er gibt einem 300 Rubine! Das ist fast ein Drittel von dem, was man überhaupt tragen kann. Wir sind jetzt fast schon beim Maximum. Und jetzt kann ich wirklich sagen, jetzt haben wir wirklich alles, was wir jemals an Rubinen brauchen werden, um das Spiel abzuschließen. Hier aufpassen mit den grünen Blubbeln. Achso, ja, das zeige ich nochmal kurz, weil diesen Gegner finde ich echt seltsam. Ich weiß nicht, was ich von dem zu halten habe. Das ist so ein Gegner, der explodiert und teilt sich in viele kleine auf und die verschwinden dann und den gibt's nur hier. Ich verstehe diesen Gegner nicht. Wenn mir irgendeiner erklären kann, was es mit dem Gegner auf sich hat, bitte. Schreibt es in die Kommentare. So, dann hole ich mir jetzt den sogenannten... Ach nee, ich sag noch nicht, was ich mir jetzt hole, aber ihr seht es, die Krabben machen einen furchtbaren Schaden. So, wir sprengen hier diese kleine Höhle auf. Ja gut, ich sehe gerade, die Folge machen wir dann ein klein wenig länger. Die Uhr schreit mich schon an. Und hier ist... Der magischen... Du hast den magischen Eisstab gefunden. Seine kalte Magie zerschneidet die Luft. Achte auf deine Magieanzeige. Ja, das sollte man wirklich, weil mit dem Eisstab hat man eine Menge Spaß. Aber er macht einem in kürzester Zeit die Magieleiste platt. Aber was der kann, ist... Na los, los! Gegner einfrieren. Der taut auch nie wieder auf und wir können ihn sogar hochheben und als Wurfgeschoss verwenden. Im Moment ist es jetzt noch uninteressant, die Gegner einzufrieren, weil wir könnten sie ja auch einfach mit dem Boomerang lähmen. Was aber später geht, wenn wir ein anderes Item haben, wenn wir die erst einfrieren und sie dann mit diesem anderen Item bearbeiten, dann lassen sie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Magie fallen. Das ist doch sehr nützlich. So, ich gehe dem Wasser noch auf dem Weg, denn bisher können wir nicht schwimmen. Wenn wir ins Wasser springen würden, würde Link einfach ertrinken. Ich mache mich allerdings jetzt auf den Weg, genau diesen Umstand zu ändern. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir so unglaublich viel Geld haben. Erstmal bewegen wir uns zurück zum Hexenhäuschen. Magic Shop, wo wir das Zauberpulver gefunden haben. In einem normalen Playthrough hätte ich wahrscheinlich auch erst jetzt das Zauberpulver geholt. Ich nehme aber ganz schön Schaden. Aber ich brauche ja nicht vorsichtig sein, ich habe ja zwei Feen in der Tasche. Da kann mir überhaupt nichts passieren. Wir könnten jetzt einmal bei dem Jungen im Magic Shop vorbeischauen, der würde uns jetzt heilen, aber wie gesagt, wir brauchen nicht vorsichtig sein. So, hier ist ein dicker fetter Stein, den räumen wir jetzt auf den Weg, das hätten wir vorher nicht gekonnt. Und ja, hier gibt's... Wir könnten auch die Steine wegräumen, aber wir gehen einfach hier rum. Und dann gehen wir hier nach ganz oben und jetzt kommen wieder die fiesen Krabben, auf die man so furchtbar aufpassen muss. Und wir betreten Zoras Reich. Ja, Zora ist ein etwas irreführender Begriff in dem Spiel. Zora ist einerseits die Bezeichnung für genau diese Monster, die im Wasser hocken und Feuerbälle schmeißen. Und nur in diesem Gebiet tauchen die auch mal außerhalb des Wassers auf und laufen einem nach. Aber andererseits ist Zora auch der Name eines Charakters, den wir in Kürze treffen werden. Zur Unterscheidung nennt man den dann auch Big Zora oder King Zora.
Und den, oder die, man weiß das nicht genau, treffen wir hier. Jetzt ruckelt es ganz gewaltig und da geht ein Strudel auf. Und der wird immer größer. Und da ist King Sora. Hoho, willst du was von mir? Ich möchte Schwimmflossen. Hoho, ich habe nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500 Rubine, das war. Willst du sie haben? Ich zahle 500 Rubine. Ja, ihr seht richtig, 500 Rubine. Das ist mehr als die Hälfte von dem, was man überhaupt tragen kann, aber so viel muss man auch sonst im Spiel nie mehr ausgeben. Hoho, hier deine Flossen. Außerdem gestatte ich dir, Zoras Wasserwege zu benutzen. Alle Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Tauche in die Strudel ein. Wo du allerdings dann landest, musst du selbst herausfinden. Ho, ho, ho. Ihr könnt euch auch so ein bisschen wie Jabba the Hutt vorstellen, wenn ihr wollt. Du hast Zoras Flossen gekauft. Mit diesen kannst du sogar in tiefen Gewässern schwimmen. So, jetzt können wir schwimmen. Und ihr habt es vielleicht schon vorhin gesehen, ich habe selbst nicht drauf geachtet. Hier war noch ein Herbstteil. Das holen wir uns jetzt. Lalalala. Leider ist es in diesem Spiel nicht so, dass die Herzteile einem noch das Life auffüllen. In späteren Teilen ist das häufig so. Ich glaube, seit Ocarina of Time war das spätestens so, dass ein einzelnes gefundenes Herzteil einem auch die ganze Life-Bar auffüllt. So, und jetzt sind wir fast schon am Ende für heute, aber eine Kleinigkeit will ich vorher noch zeigen. Und das ist der Brunnen der Wunder. Oder Brunnen der Wünsche. Ich glaube, es ist der Brunnen der Wunder. Brunnen der Wunder. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du es tun? Ich werfe etwas. So, jetzt können wir uns ein Item aussuchen, das wir werfen. Und es kann wirklich alles Mögliche sein. Sogar so Dinge wie das Schwert oder der Schild oder eine Flasche. Was wir jetzt werfen, ist der Boomerang. Und was passiert? Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Du hast den Zauberboomerang. Er lässt sich schneller werfen und reicht weiter. Ja, er lässt sich deutlich schneller werfen. Ich zeig das mal kurz. Boomerang, Flieg und Sieg. Also er geht tatsächlich bis zum immer bis zum Ende des Bildschirms. Oh, wir haben direkt nochmal den Brunnen getriggert. Das ist gut. Wir werfen nämlich noch etwas. Nämlich den Schild. Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Dein Schild wurde stärker. Jetzt schützt er dich sogar gegen Feuerbälle. Ich hoffe, ihr hört den Krach im Hintergrund gerade nicht. So, mit dem roten Schild können wir jetzt das, was der andere auch konnte. Und zusätzlich wehren wir halt auch noch diese roten Feuerbälle ab, wie sie von den Zoras geschossen werden. Ja. Wenn wir was anderes werfen, würde sie nur sagen, ja, ich gebe dir den Gegenstand zurück, aber wirf den kein zweites Mal. Wenn wir eine leere Flasche werfen, gibt sie uns Elixier, aber kein besonders wertvolles. Und da wir keine leere Flasche haben, zeige ich es jetzt nicht. Ich gehe jetzt erstmal raus. Und stell mich jetzt hier so hin. Und ja, das war's dann auch schon für heute. Beim nächsten Mal werden wir uns eiligst in Richtung des Berges begeben, zu dem roten Amulett. Und dann werden wir uns auch durch den nächsten Dungeon arbeiten. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Falls ja, teilen, abonnieren, Daumen hoch. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann meinetwegen einen Daumen runter. Das hilft mir zu sehen, was euch gefällt und was nicht so. Das war's dann für heute und ich sage ciao, ciao!